21 Sekunden. Jesus lehrt uns ein Gebet zu unser Vater. Wo du das betest, hast du ungefähr 21 Sekunden. Und das Gebet beinhaltet eigentlich all unsere Lebensbereiche. Wir lesen davon in Matthäus 6, ab Vers 9. Zuerst geht es darum, unser Vater im Himmel. Und nachher geht es darum, dreimal um Gott. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehen. Dann geht es dreimal um uns. Gib uns tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern löse uns vom Bösen. Dann geht es wieder dreimal um, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Gebet hat viel mehr Wirkung, als wir noch denken. Einmal hat mir ein Geschäftsmann erzählt, wo er hat angefangen hat, das Gebet. Einmal im Tag beten, hat sich die gesamte Geschäftssituation angefangen zu verändern. Ein Ehepaar, das einmal bei mir in der Seelsorge war, hat nicht zusammen beten. Dann habe ich gesagt, hey, jetzt fang doch an, einmal im Tag, einfach 21 Sekunden, zusammen das unser Vater beten. Und jetzt ist einmal wieder gekommen und ich gesagt, weisst du was? Die 21 Sekunden haben unser Gebetsleben verändert und auch die Beziehung zueinander. Seitdem hat sich so viel in unserem Leben verändert. Schau, ich möchte dir empfehlen, einmal im Tag, 21 Sekunden zu beten. Wenn du es jetzt heute noch nicht gemacht hast, könnten wir es jetzt gerade zusammen machen. Du könntest beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit deinem wunderbaren Vater im Himmel.